Ja, schönen guten Morgen hier aus der Weitwegstadt. Neben der Hirschbrunft und der Ranzzeit gehört die Blattzeit zu einem meiner Highlights im Jahr. Wir haben jetzt Mitte August, kurz vor Ende der Blattzeit, waren noch schon ein bisschen draußen. Zwischendrin waren die Rehböcke alle bei der Geiß gestanden. Heute war es richtig gut, heute Morgen. Wir sind rausgegangen und haben ein paar Strophen gemacht und sprang gleich auch ein junger Bock, ein Abschussbock. Wir haben für uns hier im Revier das Ziel, dass die Rehböcke als Jährlinge mindestens Gabler sein müssen und im zweiten Lebensjahr Sechser. Und wir konnten heute Morgen einen zweijährigen Bock erlegen, der eine Seite einen Spieß hat und eine Seite Gabler. Also es passt voll rein. Ja, hat geklappt, Robin. Beim Blatten ist es unheimlich wichtig, wenn ich ankomme, erstmal wieder Ruhe einkehren zu lassen. Das Revier ist beunruhigt, man hört es auch an den Singvögeln, vielleicht sogar den Eichelhäher. Man muss auch selber ein bisschen lernen, die Natur zu hören, wenn man dann auf dem Hochsitz ist. Einfach ein bisschen runterkommen, auch selber. Der Puls ist hoch vom Laufen, vom Leiter hochsteigen. Man richtet sich erstmal schön ein, dann taxiert man ein bisschen die Lage, guckt, woher könnte der Rehbock kommen. Ja, gut, bei der Blattjagd im Waldrevier richtig schwierig, haben wir heute Morgen selber erlebt. Bock stand auf einmal hinter uns. Wenn man dann ein bisschen runtergekommen ist, dann fangen wir an, ganz vorsichtig mit dem Kitzfieb. Der geht folgendermaßen. Ich bemühe mich, sehr leise zu blatten, da ich erstmal mein Umfeld abblatten möchte. Und wenn ich jetzt zu laut da rangehe, dann ist es unrealistisch und ich würde mir vielleicht etwas verblatten, was direkt hinterm Hochsitz steht in der Deckung. Und wir fangen mit dem Blatter ganz leise an, erstmal das Kitz zu imitieren. Drei, vier Strophen, das reicht völlig aus. Dann warten wir erstmal ab, was passiert. So 10, 15 Minuten sollte man da schon investieren an Zeit. Das Problem bei den meisten ist, man ist zu ungeduldig. Man geht auf den Hochsitz, es kommt einem lange vor. Ich nehme mir pro Blattstand eine gute Stunde Zeit, weil erfahrungsgemäß, wenn man den Stand nach einer Stunde verlässt, steht der alte Bock direkt unter der Leiter, weil er schleicht sich ran. Den Kitzfieb, den nutzen wir jetzt gerade in der Zeit, wo die Rehböcke bei der Ricke stehen, um die Ricke ranzulocken. Und die bringt dann den Rehbock mit, der jetzt natürlich fest bei der Ricke steht. Das hat jetzt die letzten drei Tage wunderbar geklappt. Die Ricke kam und hat den Bock mitgebracht. Wenn auf das Kitzfieb ein Bock springt, dann ist es in der Regel ein junger Bock, ein Jährling oder ein zweijähriger Bock, der dann aus Neugierde mal angesprungen kommt. Aber die älteren Böcke würden wahrscheinlich mit der Ricke kommen. Sollte nach so einer guten Viertelstunde sich nichts getan haben, dann erhöhen wir einfach die Stimmlage. Wir gehen in den ganz normalen Rickenfieb, der dann eventuell auch wieder eine weitere Ricke ranlockt oder halt dann auch ein Bock, der da mal nach dem Rechten schaut, der ist deutlich tiefer.
Hierbei ist es wichtig, dass ich dabei auch meinen Kopf bewege, dass ich in alle Richtungen mal den Ton blatte. Das ist dann auch realistischer. Und jetzt nehme ich mir wieder die Zeit, 10, 15 Minuten zu warten. Vielleicht auch ein bisschen länger, das muss man so ein bisschen nach Gefühl machen. Und beobachtet dann gerade in Waldrevieren wirklich extrem sein Umfeld. Weil wenn wir jungen Anflug haben von Buche oder Brombeeren, die stehen auf einmal hinter dir. Man rechnet da gar nicht mit und man hat auch gar keine Chance mehr, sich quasi mit der Waffe dementsprechend auszurichten. Sollte das auch nicht kommen, dass der Bock nicht kommen auf den Rickenfieb, dann werden wir jetzt ins Volle gehen und zwar imitieren wir jetzt den Beschlag. Hierbei versuchen wir, die Ricke zu imitieren, wenn der Bock sie bedrängt, kurz vor dem Beschlag, in der Hoffnung, dass wir den territorialen Bock, der hier zu Hause ist, anlocken, damit er guckt, was ist hier in meinem Revier los, wer ist hier und wildert da bei meinen Mädels. Das ist dieses bekannte Pierre, was man vielleicht auch aus dem Jagdunterricht noch kennt. Das soll wirklich dann aggressiv auch kommen. Hintendran ist es immer wichtig, dass ich dann zwei beruhigende Rickenfiepe noch hinterher setze, quasi, dass der Bock von ihr ablässt und die Ricke dann von ihm abzieht. Nach dieser Strophe muss ich natürlich auch ein bisschen Geduld mitbringen, weil der alte Rehbock, der wird sehr langsam ranschleichen und erstmal aus der Deckung heraus beobachten, was hier eigentlich los ist. Ich hoffe, der Beitrag hat euch gefallen und ein paar Tipps mit euch mitgegeben auf den Weg für eure Blattsaison. Der Markt ist voll mit vielzähligen Blattern. Jeder muss für sich seinen raussuchen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Euer Tobi von der Waldwerkstatt.